Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Mein Name ist Laurin Weinbrenner und ich gehöre zu einer Gruppe Studierender der Universität Göttingen, die sich dieses Sommersemester hauptsächlich mit den Themen Medienkompetenz und Medienbildung auseinandergesetzt hat. Ja, seit ich denken kann, gibt es eigentlich Computer, es gibt das Internet, es gibt das Handy. Und wir wurden im Kurs dann mal gefragt, wer hat uns eigentlich beigebracht, damit umzugehen? Und da kam ich eigentlich das erste Mal so zum Nachdenken, weil irgendwie hat es immer geklappt. Keiner von uns hat jemals eine Bedienungsanleitung gelesen und man hat sich halt irgendwie durchgeklickt. Und da hat sich mir aber auch die Frage aufgetan, ist es denn heute in einer Gesellschaft, in der Medien so enorm wichtig sind, wirklich in Ordnung, Medienbildung einfach so dem Zufall zu überlassen? Oder sollte Medienbildung nicht inzwischen vielleicht sogar ein Schulfach werden? Und genau darüber möchte ich heute mit Jorit sprechen. Sie ist selber noch Schülerin gewesen vor einigen Jahren, aber jetzt kurz davor, selber vor einer Klasse zu stehen, denn sie möchte Lehrerin werden. Und sie kam während ihres Studiums schon selber öfters mit dem Thema Medienbildung in Berührung. Und deswegen freue ich mich besonders, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo Jorit. Hallo. Wie sieht es denn bei dir aus? Also Mathe, da gehört irgendwie das Einmaleins dazu, in Deutsch die Grammatik und in Sport alle möglichen Bewegungsabläufe. Aber was gehört deiner Meinung nach denn zur Medienbildung? Medienbildung ist halt ein Feld. Mit Medien kommen wir im Alltag alle in Berührung. Jeder hat ein Smartphone oder fast jeder vielleicht. Und es kommt jetzt darauf an in der Medienbildung, dass man mit solchen alltäglichen Gegenständen auch lernt, richtig umzugehen. Bloß weil wir auf Knöpfe drücken können und uns irgendwie auch im Internet bewegen können, heißt das nicht, dass wir kritisch auch unseren Mediengebrauch reflektieren können und auch mal nachverfolgen können, was für Infos rufe ich da eigentlich ab? Sind das immer die richtigen Infos und die ich bekommen will? Wer bespielt auch die Medien und ja, was für ein Bild entsteht da bei mir? Letztendlich muss ich halt auch in der Lage sein zu überprüfen, was ich dort eigentlich so konsumiere. Heißt es denn, du wärst für ein Schulfach Medienbildung? Nee, das würde ich eigentlich nicht sagen. Ich denke, in der Schule, da gibt es halt schon eine Menge Fächer. Vielleicht ist Medienbildung möglich in einem Wahlpflichtkurs oder so, wo man das mal ein Jahr lang macht und sich dafür entscheiden kann, sich näher damit zu beschäftigen. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass in jedem Schulfach Medienbildung auch ein ganz natürlicher Bestandteil ist. Also wenn ich vor einer Klasse stehe, dann vermittle ich auch immer bestimmte Dinge mit, die so nicht im Curriculum stehen. Und ich sage meinen Schülern ja auch, dass wenn ich Unterricht mache, dass ich nicht will, dass sie auf den Tischen sitzen, sondern auf den Stühlen. Und ebenso selbstverständlich sollte der Umgang sein, auch mit dem Smartphone zum Beispiel, das kann man ja auch im Unterricht integrieren und einfach benutzen, ebenso wie man die Tafel benutzt. Okay, du studierst ja selber Französisch und Politik. Wenn du deinen Unterricht jetzt morgen selber medial gestalten könntest, wie würdest du das denn umsetzen? Also ich würde einerseits, ich glaube in Fremdsprachen kann man halt das einsetzen, um auch so ein bisschen das mediale Erzählen sich mal anzugucken, mal diesen Perspektivwechsel zu wagen und selber mal ein Medium bespielen. Da kann man zum Beispiel, könnte man kleine Filme drehen oder auch mal ein Hörspiel machen oder so. Dann versteht man halt auch, wie dieses Erzählen überhaupt funktioniert, wenn man mal selber damit erzählt und aktiv Medien benutzt. Ich denke, es ist halt immer wichtig, dann auch so praktische Erfahrungen einzubringen. Und im Politikunterricht geht es dann mehr so auf die Ebene des Nachdenkens über Medien. Und da ist es, glaube ich, wichtig, auch so ein bisschen zu verstehen, wie funktioniert unser Mediensystem überhaupt, damit man die politische Urteilsfähigkeit, die man ja im Politikunterricht entwickeln soll, dass man die auch trainieren kann. Also wenn ich dann zum Beispiel einen Post bei Facebook lese und da kommt eine Nachricht rein und ich glaube das sofort, ja, ist halt vielleicht nicht so gut. Ich muss in der Lage sein, mich richtig informieren zu können und auch Sachen kritisch einordnen zu können. Und ich denke, das kann man wirklich gut im Politikunterricht lernen. Okay, abschließend noch ein paar Worte. Was glaubst du, was müsste oder wie müssten Lehrer ausgebildet werden, um eben Medienbildung vermitteln zu können an Schüler? Es ist halt wichtig, dass Lehrer selber ihren eigenen Mediengebrauch kritisch reflektieren können. Und dazu brauchen sie eigentlich dieselben Kompetenzen, die Schüler auch haben müssen. Also sie müssen Überblick über das Mediensystem haben, müssen auch wissen, wie man Medien richtig bedient. Das geht halt darüber hinaus, dass man die richtigen Knöpfe drückt. Man muss halt wissen, wie man sich so in der Welt bewegt.
Und das wird jetzt zum Beispiel gerade, ich bin ja noch im Studium, kann man zum Beispiel mit Medienbildungskursen auch verwirklichen, was an der Uni angeboten wird im Rahmen solcher Schlüsselkompetenzqualifikationen. Ich schätze mal, dass es dann später, wenn man Lehrerin ist, dass es dann auch Fortbildungen dazu geben kann. Okay, dann vielen Dank dir für deine Meinung und für deine Einschätzung. Ja, wie man sieht, entwickelt sich der Bedarf an Medienkompetenzen und Medienbildung enorm. Also Medien gehören eigentlich wie Lesen, Rechnen und Schreiben inzwischen zu einem festen Bestandteil in unserer Gesellschaft, wo es früher quasi noch Ackerbau gab und die Frage nach industriellem Fortschritt stehen heute Wissen, Daten und Informationen im Vordergrund unserer Gesellschaft. Dabei stellt sich natürlich auch die Frage, ist denn die Gesellschaft jetzt zurzeit bereit für eine neue oder vielleicht eine vierte Kulturtechnik? Und einen Einblick dazu möchte uns Fabian jetzt geben. Medienkompetenz wird häufig als vierte Kulturtechnik angesehen. Als Kulturtechnik werden jene Mittel verstanden, die zur gesellschaftlichen Teilhabe an der jeweiligen Kultur zwingend notwendig sind. Dazu werden heutzutage Lesen, Schreiben und Rechnen verstanden. Die Bildungskommission in NRW sagte zur Medienkompetenz im Jahr 1995, die Beherrschung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien wird zu einer basalen Kulturtechnik werden, deren Stellenwert dem Lesen und Schreiben gleichkommt. Ist diese Prophezeiung mittlerweile eingetreten? Man könnte argumentieren, dass dies nicht der Fall ist, da Medienkompetenz komplexer und vielschichtiger ist als die anderen Kulturtechniken. Da Medienkompetenz weniger verbreitet ist als andere Kulturtechniken und da Medienkompetenz sich teilweise mit der Kulturtechnik Lesen überschneidet. Dementsprechend wäre bestenfalls der Teilbereich der Medienkompetenz die Mediennutzung als vierte Kulturtechnik zu zählen. Man könnte allerdings auch argumentieren, dass Medien immer mehr Raum in allen Lebensbereichen einnehmen und der Umgang mit diesen so alltäglich ist wie Lesen und Schreiben, dass demokratische Systeme eine informierte Bevölkerung voraussetzen und die Medien für die Informationsvermittlung zuständig sind. Medienkompetenz ist daher eine Grundlage der Demokratie. Auch erfordern Fake News oder die Vermischung von Nachrichten und Werbung eine kompetente Mediennutzung. Daher lässt sich festhalten, ob man Mediennutzung als vierte Kulturtechnik zählt oder nicht, ist Definitionssache. In jedem Fall ist die Medienkompetenz kulturell und gesellschaftlich wichtig und sollte daher wie Lesen und Schreiben gelernt werden. Und damit gebe ich zurück ins Studio zu Laurin. Ja, vielen Dank. Also an der Uni Göttingen gibt es schon seit mehreren Jahren jetzt ein ausgebautes Angebot an Schlüsselkompetenzen, was man zusätzlich zu seinem Studium besuchen kann. In diesen Kursen kann man unter anderem seine Medienkompetenz ausbauen und Julia ist jemand, die diese Kurse hier besucht an der Universität Göttingen und deswegen habe ich sie heute mal eingeladen. Hallo Julia. Hi, freut mich hier zu sein. Ja, freut mich auch, dass du da bist. Wie sieht es denn aus bei diesen Kursen? Was genau macht man dort? Also ganz allgemein gesagt geht es eben um Medien, wie du gerade schon meintest. Es gibt ein großes Angebot zum Thema Print, Fernsehen, TV, Radio. Und genau, man macht sich einfach mit den Theorien, Medienbildung im Allgemeinen, als auch eben den Werkzeugen dazu vertraut. Okay, und was für Kurse genau hast du jetzt bisher besucht? Also ich habe schon verschiedene Werkstattkurse besucht, zum einen Infoclips und Lehrfilme, als auch Radio und Hörspielproduktion und auch einen Kurs zur mobilen Kommunikation, das war ein bisschen, hatte was mit Geocaching und Umweltbildung zu tun, auch ganz spannend, auch wenn es ein bisschen anders war. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und was ist dann quasi dieses Ergebnis oder was nimmst du immer daraus mit aus diesen Kursen? Genau, in jedem der einzelnen Werkstattkurse hat man am Ende ein kleines Werkprodukt, ein Eigenprodukt. Beim Thema Hörspiel hat man zum Beispiel ein eigenes Hörspiel entwickelt, was auch im Stadtradio Göttingen gesendet wurde. Das war halt eine coole Erfahrung und man konnte auch das Stadtradio Göttingen für die Aufnahme nutzen. Oder bei den Infoclips wurde halt am Ende ein kleiner Clip über ein, vielleicht kompliziertes Thema erstellt, was es aber simpel und einfach erklären sollte, was ja eine sehr nützliche Fähigkeit ist. Ja, diesen Lern-Infoclip, den du gerade erwähnt hast, den hast du uns heute ja mitgebracht. Welches Thema ist es denn? Ja, etwas ganz Trockenes, Steuererklärung. Aber vielleicht dann gerade ein gutes Beispiel, um mal zu zeigen, was man damit so machen kann. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns den einfach mal an.
Bernd hat gerade seinen ersten Job bekommen. Dort verdient er 3000 Euro brutto im Monat. Doch auf seinem Konto kommen nur 2000 Euro an. Wo ist der Rest? Circa 500 Euro kosten gesetzliche Versicherungen. Weitere 500 Euro sind grob errechnete Steuern und gehen direkt ans Finanzamt. Weil Bernd jedoch schlau ist, erklärt er zum Stichtag seine Finanzsituation, um eventuell zu viel gezahlte Steuern erstattet zu bekommen. Denn manche seiner Ausgaben sind abzugfähig. Zum Beispiel fuhr Bernd jeden Tag 50 Kilometer zur Arbeit. Das kostet ihn jedoch monatlich 200 Euro Benzin. Diese Ausgaben zählen zu den sogenannten Werbungskosten. Außerdem war Bernd einige Wochen krank. Dies kostete ihn diesmal 150 Euro für das Kaufen von Medikamenten. Solche Ausgaben zählen zu den sogenannten Aufwendungen für außergewöhnliche Belastungen. Bernd ist ein Tierfreund, besonders gern mag er Wale. Deshalb spendet er einer Organisation, die sich für die Rettung der Wale einsetzt, jeden Monat 50 Euro. Dies zählt zu den Sonderausgaben. Auf die genannten Ausgaben hätte Bernd gar keine Steuern zahlen müssen. Das konnte das Finanzamt aber gar nicht wissen. Die Steuererklärung hat sich also für Bernd gelohnt, sodass er nun einen Teil seiner Steuern wiederbekommen hat. Wow, also ich glaube, vor dem Thema Steuererklärung, da schrecken wirklich die meisten Studierenden immer zurück. Ich meine, man lernt es wirklich eigentlich nicht im Studium und deswegen finde ich super, dass eigentlich Studierende lernen, Infoclips für Studierende produzieren. Was würdest du denn aber allgemein, aber auch für dich persönlich sagen, bringen denn solche Kurse zusätzlich zum Studium? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich studiere ja eigentlich Biologie, habe also eigentlich gar nicht viel zu tun mit dem, mit den ganzen Medienwissenschaften. Aber ich finde es unglaublich interessant und es weckt einfach auch die kreative Seite in mir und bietet eine gute Abwechslung zur sonst vielleicht etwas trockeneren Theorie. Und bei mir persönlich ist es so, dass ich mir davon auch für meine spätere berufliche Zukunft etwas verspreche, weil Medien können, denke ich, für alle in jedem Beruf nützlich sein und nicht jeder hat eine Medienkompetenz. Und gerade im Bereich der Biologie gibt es die Umweltbildung und da könnte ich beruflich eventuell Fuß fassen und da hilft mir definitiv das Handwerkszeug, um Medien bedienen zu können. Okay, vielen Dank dann und schön, dass du den Infoclip mitgebracht hast. Ja, danke. Ja, wie man gemerkt hat, auch bei diesem Gespräch ist Medienkompetenz letztendlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es geht darum, sich wirklich mit den Inhalten in einem Medium auseinanderzusetzen. Es geht aber auch darum, rechtliche Belange über ein Medium genauer kennenzulernen. Es findet zurzeit in Göttingen der Kurs E-Portfolios im Kontext von Bewerbung und Karriere statt. Und wir schalten dort zu unserem Kollegen Jonas, der ist gerade live vor Ort und kann uns Näheres zu diesem Kurs erzählen. Hallo Jonas, stimmt die technische Verbindung soweit? Okay, also das ist immer ein bisschen schwierig bei Skype. Ich glaube, jeder, der das Medium nutzt, der kennt das, aber wir versuchen das Problem mal zu lösen. So, die Verbindung wird hergestellt. Wir hoffen jetzt mal auf das Beste. Könnt ihr jetzt nicht die Kamera zuschalten, weil wenn ihr jetzt auf das Kamerasymbol drückt? Wir probieren das. Ja, jetzt. Ja, hallo Jonas, du bist gerade in Göttingen. Was macht ihr gerade bei eurem Kurs? Wir sind gerade damit fertig geworden, quasi unsere E-Portfolios vorzustellen, die wir im Rahmen dieses Seminars erarbeitet haben. Und sind jetzt quasi bereit für ein Gespräch mit euch. Sehr gut. Worum geht es denn bei der Aufbereitung von diesen E-Portfolios? Kannst du das genauer erklären? Es ging quasi darum, sich im Bewerbungskontext oder auch im Kontext seiner eigenen Hobbys oder Interessen eine Internetseite aufzubauen. Mit einem Content-Management-System, was wir hier vorgestellt bekommen haben im Kurs. Okay, ihr erwerbt ja ein gewisses Grundlagenwissen jetzt über die Aufbereitung von solchen digitalen Medien. Welche Medienkompetenz wird denn da verlangt oder gefragt? Es geht generell, glaube ich, um den Umgang mit Internet und mit Datenschutz- und Urheberrechtsbestimmungen. Das wurde uns hier im Kurs vermittelt und wie gesagt, der Umgang mit dem Computer und dem Internet allgemein ist, glaube ich, immer wichtiger. Deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man da
Okay, ihr bereitet ja gerade Bewerbungen digital auf. Warum findest du, dass das nötig ist? Warum reicht nicht diese normale Bewerbung auf Papier? Ja, wie ich eben schon sagte, glaube ich, dass das Internet als Medium immer wichtiger und präsenter wird. Und gerade da auch viele Bewerbungen allgemein jetzt online oder immer mehr online laufen und die Papierbewerbung auch stark zurückgeht. Und ich glaube, der Fokus sich auch weiter auf die Online-Bewerbung richten wird in der Zukunft, ist sehr sinnvoll, das wie gesagt auch medial zu beherrschen. Okay, alles klar. Dann danke ich dir für deine Einschätzung und deinen Eindruck und ja, wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag. Dankeschön, euch auch. Dankeschön. Tschüss. Ja, wie man bei unserem Gespräch jetzt auch wieder gesehen haben, ist wirklich Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation sehr, sehr wichtig, vielleicht ja auch für Sie. Und wir hoffen einfach, dass wir mit unserer Sendung Ihnen ein paar Denkanstöße über Ihr eigenes Mediennutzungsverhalten geben konnten. Vielen Dank Ihnen auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir verabschieden Sie mit den herzlichsten Grüßen. Vielen Dank. Tschüss.